Moin zusammen, schön, dass ihr wieder da seid und ja, willkommen zurück zu einer weiteren Folge hier auf der NF Marsch am Sonntag. So, und ich bin jetzt mal in dem anderen LKW mal eben entgegengekommen. Dann würde ich sagen, stimme den eben einmal ab. Schicken den LKW nach Hause. Ich weiß ja nicht, ob das hier jetzt funktioniert, was ich jetzt hier so mache. Oh, oh. So. So, Mäuschen, dann machen wir das mal, oder versuchen wir das mal mit dir. Ballen liegen jetzt hier schon wieder rum. Könnte man natürlich jetzt auch eben sagen. Also liegt es tatsächlich wohl doch nicht an CP. Weil ich aber nicht gerade. Nee, ich habe Folgen gesehen bei dem lieben Werner. Grüße, Grüße. Weil er hat die neue Version von CP nämlich auch. Und ich meine, das hat bei ihm funktioniert mit Ballen sammeln. Da weiß ich jetzt auch nicht, ob der Fehler bei mir liegt oder. Ja, das weiß ich jetzt nicht. Ich will es jetzt im Endeffekt eigentlich jetzt auch nicht mit noch einem anderen LKW probieren. Weil wenn es bei einem nicht geht und bei dem zweiten LKW auch nicht. Also das hier, muss ich auch sagen, läuft eigentlich, ne? Ich glaube, ich habe da noch gar kein Foto von gemacht. Naja. Nehme dich schon mal. Das muss ich mal überlegen. Ach ne, das war hier gar nicht das. Hier haben wir ja keinen LKW mehr, der hier. Oder was nicht, wo man das alte Wasserfass nicht mehr abkriegen konnte. So war das. Ich meine nicht, dass wir jetzt, ne, irgendwie hier unsere Geräte hier reinstopfen müssen, weil wir keinen Platz haben, aber. Das dürfte so funktionieren. So, da kümmern wir uns gleich drum. Das wird noch ein bisschen dauern.
Der kommt zum Hof. Was sagt denn die Zeit? Das läuft. Mag jetzt vielleicht sein, dass ich Arbeitsspeicher eingebucht habe. Ich denke, 50 Meter, ich weiß gar nicht, ob ich das überhaupt, 50 Meter überhaupt genutzt habe. Meistens war ich nur bei 36 oder sowas, ne? Weiß ich nicht. Was mir jetzt aber noch wieder einfällt, unser Feld, was wir hier zusammengebaut haben, ne? Ja, das ist natürlich noch nicht fertig hier, ne? Aber mal gucken, ob das jetzt an der Neuansaat auch angewachsen ist. Das sieht gut aus, würde ich sagen, oder? Oh? Wenn wir jetzt hier am nächsten Mal eine komplette Wiese da haben, ne? Oh, nett. Okay. So richtig sauber bist du aber auch noch nicht, ne? Ja, ich finde, dieses Ding ist ja gut und schön. Aber wenn das immer so richtig auch mal richtig funktionieren würde. Ja, jetzt ist er sauber. Das ist manchmal. Ich meine, ich weiß, der liebe Werner hat das Ding ja auch an seinem Hof stehen, oder, ne? Ich glaube sogar mehrere. Aber hier. Da würde ich jetzt einfach mal ganz stark behaupten, da hat hier einer der Michas ein bisschen dran rumgedreht. Weil ja auch das Tanken und so was wesentlich schneller geht. Und ich denke auch mal, dass hier sauber machen und sowas, da wird er auch wohl mit Sicherheit dran rumgedreht haben. Ich meine nicht, dass ich das jetzt schlimm finde, aber für mich ist es wieder blöd, weil ich nicht weiß, wie das geht. So, das geht. Irgendwo stand hier doch noch, da stand noch ein LKW. Ich weiß im Moment nicht so recht hier, was ich mit dem anstellen soll. Oder haben wir noch was, was wir durch die Gegend fahren müssen? Irgendwas war doch, ne? Irgendwas hatten wir doch noch Anfang der Woche. Hackschnitzel. Und da war mir nämlich irgendwas, ne, ist mir da noch im Kopf hängen geblieben. Das wäre nämlich hier Zellstoffprojekt oder Hackschnitzel, genau. Da hatte ich ja noch so im Kopf, ob man den MB-Treib nimmt dafür, dass der einfach fährt, ne? Aber irgendwie bin ich ja von abgekommen. So. Und wir haben ja, ne, im Lager so eine kleine Menge Hackschnitzel haben wir ja. Wenn ich sie denn irgendwann finde. Habe ich es jetzt schon. Oh, wahrscheinlich. Da haben wir sie ja. Die kleine Menge Hackschnitzel. Habe ich es ja doch geschafft, alle Folgen aufzunehmen. Aber ich werde jetzt auch gleich hier einen Deckel drauf machen. Ich glaube, das mit Sandwich machen oder fertig machen und hochladen bei morgen Abend.
Hat denn im Endeffekt nachher auch was für sich? Wenn ich dann nämlich Lust habe, kann ich mir jetzt noch eben die Südermann dann auch noch aufnehmen. Dann habe ich die nämlich auch im Kasten. Somit hätte ich denn jetzt das Wochenende wieder für mich. Ja gut, bis auf Sonntagvormittag. Da würde ich denn nochmal die Nadel aufnehmen. Weil das so, ne, wenn ich sonntags morgens, wenn ich dann wach werde, dann also ich setze mich dann meist hier hin und mache mir ein bisschen was zu frühstücken und dann die drei Folgen gerade mache ich dann ja einfach mal so. Das heißt, mache ich mal einfach mal so. Aber die sind ja im Endeffekt so Stunde ungefähr sind die aufgenommen. Und wenn man dann noch dann überlegt, dann machst du noch die Sandmails fertig. Ja, hochladen. Roundabout Stunde, anderthalb. Das ist denn so ein anderen Schnack, wenn ich jetzt auf Uhr gucke. Ne, aktuell immer noch Donnerstag, wo ich hier, Donnerstagabend, wo ich hier sitze. Ich meine irgendwo so um 18:30 meine ich, bin ich angefangen. 18:30, 18:45, irgendwie sowas. Bin mir da nicht so ganz sicher. Und wir haben jetzt die Sonntagsfolge. Also für mich jetzt eine Aufnahme, die letzte Aufnahme. Wenn jetzt haben wir es natürlich, was heißt natürlich? Wir haben es jetzt 20:50, ne? Also. Das kommt ja nicht hin, oder? Doch, kommt hin. Na ja, gut. Ich stehe jetzt gerade auf dem Schlauch, ich weiß auch nicht. Ja, ich bin. Eigentlich bin ich müde. Ist normalerweise nicht jetzt so Zeit, dass ich so langsam, ne, Richtung Bett mich bewege. Ich merke nämlich so langsam auch, dass mir hier so langsam, ne, die Müdigkeit in die Augen schießt. Hoppla. Bin ich ja im Endeffekt eigentlich trotz alledem gut dabei. Also ich muss aber auch sagen, tatsächlich ist heute, wo ich jetzt hier, ne, meine Pausen, die sind nicht ganz so lang. Also ich habe meistens so das mit den Folgentiteln, so jetzt habe ich es, geht mir jetzt oder ging mir jetzt tatsächlich ein bisschen schneller von der Hand. Wenn du da natürlich auch so ein bisschen zwischendurch nochmal so hängen bleibst, dann dauert es natürlich dann auch ein bisschen länger. Ich hatte Anfang der Folge für diese Folge eigentlich auch schon. Aber gut, jetzt. Ja doch, jetzt habe ich es eigentlich wieder. Wenn ich es bis dahin nicht vergesse. Zwar auch, ich gucke mal noch nach, ob hier noch was. Ja, reingehen tut auf jeden Fall noch was, aber.
Man weiß jetzt natürlich nicht, dass das jetzt irgendwie hier leer ist oder so, oder? Wenn er 1,5 Millionen reingeht, selbst mit unseren hochgeschraubten Anhängern fällt man da doch ein bisschen, ne? Also ja, ich sehe, ich hätte vielleicht hier einen Schlepper und Anhänger dran und ah du mal, ne? Ich meine, theoretisch, wenn wir den jetzt drin haben, ist eigentlich auch gut. Würde ich sagen. Und ich glaube, wir machen jetzt auch einen Deckel drauf. Dann haben wir nämlich das mit den ganzen Folgen auch alles erledigt. Dann würde ich sagen, ich wünsche euch noch einen schönen Restsonntag und einen angenehmen Wochenstart morgen. Und so, dann würde ich sagen, sehen wir uns morgen hoffentlich wieder mit frischen neuen Folgen. Ne? Gut, alles klar. Dann haut rein. Bis morgen. Ciao, ciao.